nahe der Stadt Kiew anlässlich eines traurigen Gedenktages. Es ist die Gedenkstätte Babi Yar, wo vor 80 Jahren, 1941, eines der größten Massaker verübt wurde, das jemals von den Nazis am jüdischen Volk verübt wurde. Und zu diesem Anlass spielen wir das gleichnamige Werk, die 13. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Es ist, glaube ich, in meiner Erfahrung des Orchestermanagements die kurzfristigste Konzertreise dieses Orchesters. Wir mussten innerhalb von wenigen Wochen einen Chor finden, mit dem wir auftreten können. Wir mussten einen Solisten finden und einen Dirigenten. Der Chor ist hier aus der Stadt und die freuen sich sehr, mit Ihnen das zu musizieren. Thomas Sanderling ist jemand, der sozusagen aus erster Hand dieses Werk kennt und ich glaube auch mit einer Erstaufführung beauftragt wurde von Schostakowitsch selbst. Ich hatte das Glück, das war vielleicht ein besonderes Glück in meinem Leben, den Autor zu kennen, mit ihm arbeiten zu dürfen. Aus Anlass dieses Jahrestages ist vielleicht Musik die stärkste Kunst, die dazu was bewegen kann oder Stellung nehmen kann. Emotionsgeladener und geschichtsträchtiger könnten die Umstände eines Konzertes ja sowieso nicht sein, aber durch die beteiligten Menschen auch, den Chor, den ukrainischen Chor, ist es selbstverständlich ein besonders emotionsgeladener Moment für uns alle. Ja, nur tiefe Männerstimmen und nur Chorbässe. Ich glaube, das macht es eigentlich viel stärker, dass nur tiefe Männerstimmen dabei sind. Es ist tatsächlich so, dass man da sitzt und spielt und denkt, ja, Schostakowitsch hat es irgendwie geschafft, in Musik zu packen, was man nicht in Worte fassen kann. Und irgendwie an diesem Ort zu sitzen mit diesem gläsernen, durchsichtigen Zelt, hat man auch irgendwie das Gefühl, der Ort spricht zu einem. Wir sind ja hier tatsächlich bei den Babin Yar Memorial, also wir sind ja wirklich da direkt, wo auch diese grauenhaften Verbrechen in der Vergangenheit geschehen sind. Und wir haben hier tatsächlich eine sehr große Stage, eine sehr große Bühne mit einem riesigen Zelt und einer riesigen Podesterie, sehr aufwendig mitten in den Park reingesetzt. Die Deutschen sind das Tätervolk. Die Deutschen haben hier die Hölle auf Erden bereitet. Insofern ist es ein Ort, dem wir uns mit großer Demut nähern. Es ist ein Ort, der viele unserer Musiker sehr berührt. Da kriegt man sehr gemischte Gefühle. Also ich habe mir vorhin in der Eile nochmal schnell die Schlucht und auch noch die verschiedenen neu gebauten Denkmäler angeschaut. Und das geht natürlich total unter die Haut. Man kriegt also ein direktes Gefühl dafür, was hier Schreckliches eben vor 80 Jahren passiert ist. Ja, allen ist bewusst, um was es geht und man kann ja auch hier alle Orte anschauen und erleben und es ist schon ein besonderer Ort, wo das stattfindet und alle tragen dazu bei, dass die Besonderheit der Veranstaltung gewürdigt wird. Nach wie vor irgendwie ein schwieriges Gefühl für mich. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir hier sind und dass wir das aushalten und dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, ein immer wiederkehrender Prozess, dem wir uns stellen müssen. Und es ist auch gut so.
glaube, es ist alles richtig. Das Werk, das musikalische Werk und die Anwesenheit der drei Präsidenten. Es ist ein emotionaler Höhepunkt in dieser Spielzeit für uns. Es ist eine Herausforderung, es ist eine Ermahnung, es ist ein großer Moment in der 75-jährigen Geschichte des DSO.